Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Syndicate und es wird wahrscheinlich eine der letzten sein, denn wir sind so am Ende von Sequenz 9 angekommen. Wie schön, Sie wiederzusehen, Miss Fry. Eure Hoheit, die Pläne zu den Umbaumaßnahmen am Buckingham Palace sind leider verschwunden. Dann müssen Sie mit den Kopien vorlieb nehmen. Es gibt Kopien? Wo? Nicht so schnell. Zuerst habe ich noch etwas zu erledigen. Meinen Plan auszuführen erfordert Tempo und Geschick, Qualitäten, die Sie besitzen. Die Zeit läuft uns davon, Eure Hoheit. Dann beeilen Sie sich. Die einflussreichsten Männer im Parlament sind für mich nicht zu sprechen. Doch eben diese Männer haben Kutschen für den Ball heute Nacht vorbestellt. Beschaffen Sie eine offizielle Kutsche und wir werden diese Politiker dann zu ihrem Bestimmungsort. Auf dem Weg spreche ich mit Ihnen und hinterher sage ich Ihnen, wo die Pläne sind. Sie sind ein harter Verhandlungspartner. Das muss man sein, wenn man immerzu von allen unterschätzt wird. Lass nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Was für ein Fehler. So wirklich verstehe ich noch immer nicht, was man machen muss. Oder... Eindringling! Hey! Die hat ja... Oh, gut. Keine Bewegung! Erwischt! Was hier los ist. Eine königliche Kutsche ausleihen. Gut. Ach, da vorne. Kutsche stehlen, ohne den Innenhof zu betreten. Eindringling! Gut so. Das ist vorsichtig! Weiter! Dann fahren wir mal. Langsamer. Mit der Kutsche zu. Hier muss ich weiter so. Wir haben ja hier Linksverkehr, ne? Bereit für etwas Lobbyarbeit, Miss Fry? Einsteigen, Eure Hoheit. Wo fahren wir hin? Belgrave Square. Beeil dich mal ein bisschen, ja? Hier ist ja eigentlich Linksverkehr, aber wieso steigen wir dann immer nach rechts ab? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ganz genau. Oh. Mein Sohn erwartet bereits meine Ankunft. Ja, dann. Willkommen, Sir. Eure Hoheit, welch Überraschung. Ist das Leben nicht eine Aneinanderreihung von Überraschungen? Ich werde Sie ganz bestimmt nicht lange aufhalten, doch wir müssen etwas äußerst Wichtiges besprechen. Als das Commonwealth den Punjab eroberte. Nicht Eroberung, sondern eine legale Transaktion. Britannien versprach, mich zu beschützen. Indem es mir mein Königreich nahm, hat das Parlament gegen den mit meiner Familie unterzeichneten Vertrag verstoßen. Hier, lesen Sie. Das wusste ich nicht. Lesen Sie. Mehr verlange ich gar nicht. Sie sind einer der wenigen, die mir helfen können. Ich tue, was ich kann. Besten Dank, Sir. Ich hoffe, Sie und Ihr Sohn werden den Ball heute Abend genießen. Er kommt gerade zurück aus Delhi.
Ich rede mit ihm über den Vertrag. Das ist alles sehr befremdlich. Das hat sich als Lohn erwiesen. Wohin jetzt? St. James Park. Ich bemerke, dass Mr. Green sie nicht begleitet. Er hat andere Dinge zu erledigen. Ah, wie schade. Die beiden schienen sich gut zu verstehen. Nun, das war das Problem, wissen Sie? Lass nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Das klingt nach einem Zitat. Das ist es. Von meinem Vater. Ethan Fry? Sie kannten ihn? Nein, ja. Zu meinem Bedauern. Doch Mr. Green sprach von ihm. Er war wohl ein außergewöhnlicher Mann. Das war er, Eure Hoheit. Eure Mutter ebenso, Cecily Fry. Sie und ihr Vater waren Partner, unzertrennlich. Das einzige Duo, das mit der Starre gefährlich werden konnte und sehr verliebt ineinander, zumindest nach dem wenigen, was ich von ihnen weiß. Cecily, ich wünschte, ich hätte sie gekannt. Nach allem, was mit der Green sagt, haben sie viel mit ihr gemein. Ihre Intelligenz zum Beispiel. Vater sprach nie über sie. Was kann Mr. Green schon wissen? Er war noch ein Knabe, als mein Vater ihn ausbildete. Kinder sind gute Beobachter, Miss Fry. Rücksichtsvoller! Oh ja, Kinder sind gute Beobachter. Ruhig. Zum Parlament bitte, und zwar schleunigst. Ja, Sir. Dann beeil dich ein bisschen, ja? Guten Tag, Sir. Na, was machen Sie denn hier, Eure Hoheit? Ich weiß, wie beschäftigt Sie in letzter Zeit waren. Ich bitte Sie nur um einen kleinen Moment Ihrer Zeit. Das ist reichlich unorthodox, aber fahren Sie fort. Laut des Vertrags, den meine Familie unterschrieb, soll Britannien mich schützen. Stattdessen nahm man mir mein Land. Und nun höre ich, dass England die Verbindung zu Ihnen stärken will. Vielleicht ist es an der Zeit, den Punjab seinem Volk zurückzugeben. Die Queen gewährt Ihnen schon Gott weiß wie lange ein jährliches Einkommen. Und nun beißen Sie die Hand, die Sie füttert? Es geht mir hierbei nicht ums Geld. Ich kann nicht ruhig mit ansehen, wie mein Heimatland unter das Joch einer Fremdherrschaft gerät. Mein Volk wird behandelt wie Sklaven. Ich sterbe gerne tausend. Guten Tag, Sir. Gott segne Sie. Ich glaube, wir waren zu schnell. Es bleibt nur noch einer übrig. Zur Gladstone-Residenz. Fehlt Ihnen Indien? Ich erinnere mich, dass meine Mutter nach Zintro. Und wenn sie mich in der Sommerhitze in den Arm genommen hat, war ich so ruhig, dass sie eingeschlafen ist. Es schmerzte, als man mir mein Königreich nahm. Doch wahrlich, als man sie mir nahm, ich sah meine Mutter 2 Jahre vor ihrem Tod wieder. Dieser Sommer ist schon lange her. Ich vermisse sie. Und ich vermisse auch Indien. Ich liebe Indien, weil ich meine Mutter liebe. Werden Sie je zurückkehren? Ich habe die Regierung zum Sinopienklapp, und zwar schnell. Des grotesken Spektakels. Letztes öffentliches Hängen in England. Guten Tag, Mr. Gladstone. Mr. Singh. Sie sind wirklich sehr schwer zu erreichen. Ich weiß, worum es hier geht. Ihre Salontricks werden langsam alt. Ihre Majestät ist sie leid, und deshalb betteln Sie jetzt mich an. Sie verletzen mich zutiefst, Sir. Mein Volk verdient die Freiheit, und ich bin hier, um dafür zu kämpfen. Weshalb verloren Sie den Punjab? Ich sage es Ihnen, Eure Hoheit. Sie waren uns unterlegen, und zwar in allen Belangen. Ja, okay. Die Sikhs verdienen ihre Freiheit. Ich hoffe, mit britischer Hilfe und Fortschritt werden Sie sie auch erlangen. Warum wollen Sie dann Ihren König zurück? Es ist Britanniens Pflicht, den Frieden zu wahren. Das ist eine große Verantwortung. Ich weiß Ihre Ratschläge zu schätzen, ebenso die des Parlaments. Doch es ist unsere Bürde, Indien zu regieren. Und zweifellos nicht die eines vergessenen Königs, der das Land seit 20 Jahren... Ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihr Ansinnen, Eure Hoheit. Ich hoffe, mein Rat führt zu etwas Gutem. Weit mehr als Ihre Politik bislang. Doch ich hoffe weiter, dass Sie Ihre Meinung ändern. Mein Volk verlässt sich darauf. Okay. Gut. Vielen Dank, Miss Fry, für Ihre Unterstützung. Oh, Sie sind stets willkommen. Ich hoffe, dass es sich auszahlen wird, trotz Mr. Gladstones Sticheleien. Die mit den größten Herzen müssen Sie am stärksten schützen.
Ihr Vater zum Beispiel, soweit ich sagen kann, war außerordentlich traurig, ja, gebrochen, als ihre Mutter verstarb. Ein solcher Schmerz kann uns blind machen, uns befremdliche Dinge sagen lassen, um unsere Liebsten zu schützen. Es ist Zeit, dass Sie die Kutsche zurückbringen und diese Pläne beschaffen. Sie befinden sich im Buckingham Palace. Die Queen bewahrt sie bei ihren persönlichen Papieren im weißen Salon auf. Ihnen einen guten Abend, Miss Evie Fry. Ihnen auch, Eure Hoheit. Okay. Das bedeutet... zurückbringen. Komm schon. Ruhig. Stop it, you fool. Ganz genau. Naja. Ruhig, ruhig. Sieht noch gut aus, die Kutsche. Aber ich weiß nicht, wie lange die das noch durch... also... langsam. Wie scheiße die Kutsche aussehen könnte, wenn wir sie auf 30 oder so Prozent runtergebracht haben. Ganz ruhig. Hopp. Langsam. Seht ihr die Eindringling? Schnappt sie! Du kannst nicht ewig weglaufen. Aua. Wieso bin ich jetzt eigentlich die Soldaten am abmurksten? So, zack, fertig. Jetzt muss ich aus dem Gebiet entkommen. Super. Das macht irgendwie nicht viel Sinn. Lass sie nicht entkommen! Oh, das war knapp. Naja. Wie hätte ich die Kutsche denn stehlen können, ohne den Innenhof zu nehmen? Ich wüsste es jetzt nicht. Naja, jetzt kann ich zur letzten Mission aufbrechen. Und ich habe meinen einen Fähigkeitspunkt erhalten, mit dem ich mich komplett aufrüsten kann. Boom. Level 10 erreicht. Das bedeutet keine neue Waffen, ein neuer Assassinenhandschuh, der mir aber wenig bringt. Auch nicht neue Umhänge. Umhang des Sieges. Nehmen wir den. Monturen haben wir auch nichts, Farbe haben wir auch nichts. Gut, wechseln wir mal zu Jacob. Der hat bestimmt auch dann neue Sachen. Komm. Geben wir mir das Neue. Zack, Level 10. Wunderschön, Inventar. Nichts. 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 Gürtel. Ne. Jetzt habe ich aber alle Monturen. Ah ja, die habe ich ja schon vorher gehabt. Oder? Hatte ich die Montur auch hier? Ja, hatte ich. Und die auch. Ja,
Das war's. Geschäft. Und ich würde sagen, ab zur letzten Mission, aber vorher sage ich noch, bis zum nächsten Mal. Haut rein.